So, du auch noch. So, ein paar wieder aus der Deckung, Decke. So, da haben wir jetzt wieder einiges zerlegt hier. Na, wieder hier gestorben. Aber jetzt habe ich einige hier zum Verrecken gebracht. So. Da müssen wir halt nochmal hier durchlaufen. Hilft ja nicht. So, wie sieht es denn eigentlich mit dem Inventar aus? Das könnte ich eigentlich mal wieder aufräumen. Und in dem Zug kann ich auch wieder mal zum Händler. Und meine Ausrüstungsgegenstände zusammenflicken lassen. Mit Nadel und Faden und so. Ach, ich verkaufe mein ganzes Zeug. Scheiß drauf. Wo ist denn der fliegende Händler? Schmied. Da ist einer mit dem Geldsack. Tag 9. Der junge Kommandant Calderos glaubt, dass die dämonische Geißel vor einer Darbietung rechtschaffener Stärke die Flucht ergreifen wird. Er hat vor, morgen einen Angriff von unseren Befestigungen auszuführen. Calderos kann gerne diesen Selbstmord durch Dummheit begehen, aber ich will verdammt sein, wenn ich meine Jungs mit ihm ziehen lasse. So, dann lass ihn verdammt sein. Ich wünschte, mein Mann hätte lange genug gelebt, um zu sehen, wie ihr für unsere Familie kämpft. So, achso, ich wollte ja auch noch meine Ausrüstungsgegenstände wieder reparieren lassen. Ich hab's mit dem Abenteurerleben versucht. Das war nichts für mich. Zu viele Schmerzen. So. Dann passt das mal wieder. So, und dann gehen wir hier wieder durch und ab zur Ebene 2 wieder. Wie weit reichen denn diese Tunnel? Wir sind schon so weit gelaufen. Ja, dir kommt der Weg länger vor, weil ich ein paar Mal gestorben bin hier. Junge Frau. So geht das aber nicht hier. So, hier geht's lang. Oh, oder auch nicht. Hier ist versperrt. Wieso auch immer. So. Sind wir ja eh gleich wieder an der Stelle. Hoffe ich jetzt mal. Also hier den Weg laufen. Da wäre ein Zwischendurchspeicherpunkt jetzt nicht mal so verkehrt, oder? So. Ja, so ungefähr. So. So. Dann haben wir endlich mal die Bresche hier durch. Haben wir zweimal für sterben müssen. Vor allem für die ganzen Heiltränke hier. Da könnte ich ja dafür sterben. So, wie viel von den großen Hammern schon? 12 Stück. Ist jetzt nicht mal so verkehrt, dass wir die jetzt schon haben. Vor allem verheilen würden... tun die noch gar nicht. So. Also... Die reichen vollkommen, die hier, die mit 1000, die mit 1600, die sind jetzt momentan noch ein bisschen überzogen. So viele Lebenspunkte haben wir ja noch nicht mal annähernd. So, ich muss mich nochmal kurz hier umsetzen. Für eine bequemere Position könnte ich töten, und zwar lauter Diablo 3 Ungetier. So. Aber die erheblichen Heiltränke, die kotzen die schon ziemlich aus, hier. So. Soho, das sieht's doch schon besser aus. Hier steht nichts rum für uns. Und an die Waffendingens gehe ich nicht. Weil es eh nur Scheiß ist. So, durch. Wir klopfen mal wieder zärtlich an. Hallöchen, hier bin ich. So. Ja, ja, hörst du auf. So, aber wir sind wohl noch nicht mal annähernd in der Nähe, wo wir hin müssen. Weil es hier noch nicht mal den Pfeil gab, der mir gezeigt hat, wo es hingeht.
Eigentlich kommt immer erst der Pfeil. So. Den kleinen hau ich auch eine rein. Sie sind tot. Wie ist denn das gegangen? Wie ist denn das gegangen? Verstehe ich nicht. Was hat es denn da zerrissen? Da war ich jetzt mal wieder total unaufmerksam. Wie eigentlich immer. So. Cool wäre, wenn ich auf der Karte hier drücken könnte. So, ich könnte auch hier durchlaufen. Mache ich auch jetzt. Weil das sieht nach dem kürzeren Weg aus. Vermeintlich. Die ganzen Waffen, was ich hier hingelegt habe, das ist ja der Wahnsinn. So, wie viel Geld haben wir eigentlich schon? 51 Gold. Aber er kann die Flut der Dämonen nicht alleine aufhalten. Nee, das definitiv nicht. So. Ich habe mal wieder ein Leck-Problem. Also mein Spiel leckt. So, hier wieder durch die Tunnels durch. Jetzt haben wir gerade eben die Dinger reparieren lassen. Und dann verrecken wir hier gleich nochmal. Alter, wo kommen die ganzen Viechers wieder her? Regenerieren sich die? Nur so aus Jux und Dollerei. So. Aber ja gut, eigentlich nicht verkehrt, weil sonst wäre es auch mittendrin mal langweilig. Würde ich jetzt mal behaupten. So, und ich wollte hier weiter. Ich wollte hier weiter, habe ich gesagt. Weiter und nicht schon wieder kämpfen. So, ich habe schon wieder nur Schrott eingesammelt. Alter, ihr regt mich jetzt voll auf. Wisst ihr das? Deswegen hau ich euch eine rein. Hallo. Was ist mit dir los? Untoter. So. Da wird natürlich satt aufgeräumt. So. Hier raus ins Freie. Hallöchen. Hier, hier. So, eine Truhe. Mit Geld drin. Mit Gold drin, sagen wir so. So, die halten eh nichts her, die Gegner. Diese Skelettviechers. So, ein paar Kisten, stabiles Fass. Also man hat eigentlich schon sukzessive es eingeprägt worden, man muss Kisten zerstören, weil Gegenstände drin sein könnten. Eigentlich von den uralten Spielen ist schon weg. Da musste man auch andauernd Kisten zerlegen. Weil irgendwas drin sein konnte. Für genau so etwas hab ich geübt. Deswegen finde ich eigentlich diese Fake-Dinger immer extrem scheiße. So. Das ist von guter Qualität. Der ist definitiv besser. Warte. Nehme ich dir mal kurz weg. Muss ich gucken, welcher besser. So. Schaden ist definitiv mehr und mehr Angriff pro Sekunde schafft es auch. Ja, natürlich. So, den Rest werfen wir hier mal wieder weg. Können wir hier umsockeln? Nein. Ja, hilft nicht. Hätten wir hier einen guten roten Stein. Ja, ja, so. Dann können wir hier gleich wieder weiter strawenzeln. Sie ist gleich Level 28. Und wir haben schon ja, fast die Hälfte von 28 durch. Also bald sind wir 29. Wenn wir hier nicht andauernd verrecken, dann geht es auch ein bisschen schneller, weil ein paar mehr Gegner hier sind. So. So, da ist gleich Ruhe im Gebälk. Wenn ich schaffe mir hier Ruhe. So. Weg mit dir, hinfort. So, mit der Auflösung spielt er sich definitiv besser. Ruckelfreier. So. Mehr Schaden, schon wieder 180 weniger Leben. Ah, ich dürfte jetzt schön langsam mal auf Leben kommen. Oder? Legen wir an. So, wir haben mal wieder unter 1000. Ihr seid zu spät.
Spät. Mein Diener ist bereits in eure Festung eingedrungen. Und sein Appetit ist riesengroß. Er wird eure Leiche und die eurer Freunde verschlingen. Oh, das hört sich interessant an. So. Findet den die Speise der Kammer, Speisekammer der Bastion. So. Ebene 3. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Ebene nicht lange anhalten wird. Habe ich halt das dumpfe Gefühl, ob stimmt oder nicht, das muss sich noch herausstellen. So. Du bist tot, du Mörser. So. Da werde ich doch glatt zum Mörder. So, da hat es mal wieder kurz geruckelt. So, besser als wenn es mich hier raushaut. So. Ich hab es überlebt. So. An welche Seite gehen wir denn? So, du kriegst auch noch aufs Maul. Oder gehen wir die Ecke? So, immer hier drauf. Nochmal alle betäuben hier. Bisschen Schaden hier drauf stellen. So, noch ein. Noch einmal nachsetzen, dann ist genug. So. Ich glaube, ich gehe hier lang. Die Seite sieht mal sicherer aus. Gut, sicherer nicht unbedingt. Aber interessanter. Deswegen gehe ich hier lang. Weil ich glaube, hier ist die Sackgasse. Deswegen gehe ich hier lang. So, komm her, Junge. Hast eh keine Chance gegen mich. Ja, das ist super. Töte aber den Gegner, bevor er dich tötet. So, du auch noch hier. So. Das geht noch nicht. So, rauf hier, dann ist gleich Schluss mit dem Jungen, der hier in der Tür steht und die Tür blockiert. So. Führt meine Hand. Aber natürlich. So. Bislang mussten wir nur wenige Hindernisse überwinden. Asmodan wird sicher bald etwas gegen uns. Ja, das sicherlich. Also der hat, glaube ich, noch ein Ass im Ärmel oder so. Oder zwei oder drei. Glaube ich jetzt mal. Ah. Mir zieht hier Headset schon wieder die Haare weg. Das tut mittlerweile schon wieder weh. Oh. Da sehe ich was, was mir nicht gefällt. Ah. Ich bin auf den falschen Tasten. Scheiße. Glücklicherweise habe ich es überlebt. Gut, ich habe mir auch einen Halbtrank reingepfiffen, den ich nicht gebraucht hätte. So. Dann gehen wir mal hier durch. Speisekammer, das gefällt mir irgendwie nicht. Es sieht schon wieder verflucht nach Endgegner aus. Aber diesem Kampf stellen wir uns natürlich todesmutig.